So sehen Sieger aus. Für das Leben in den Städten von morgen braucht es innovative Konzepte und mutige Lösungen. Und genau solche wurden jetzt im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung beim ersten KfW Award Leben in Berlin geehrt. Wir glauben, dass dieser Award sehr, sehr wichtig ist, weil in den Kommunen vor Ort der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft stattfindet. Und insofern im Umkehrschluss auch die Menschen erleben, wie politische Agenden konkretisierbar werden. Die Eröffnungsworte des Awards kamen von Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Verliehen wurden die Preise in drei Kategorien. Zu den Gewinnern im Bereich energetische Stadtsanierung gehörte ein Projekt aus Geisa in Thüringen. Für öffentliche Gebäude in der historischen Altstadt sollte hier eine nachhaltige Energieversorgung her. Problem: Photovoltaik- oder Solaranlagen kamen nicht in Frage. Wir wollen natürlich die denkmalgeschützte Altstadt auch bewahren, haben eine Satzung dahingehend aufgelegt, die auch PV- und Solaranlagen eben nicht zulässt. Auch eine Dämmung an der Fassade der Häuser, die ja auch unter Denkmalschutz stehen, ist nicht möglich. Und das sind eben schon Herausforderungen für uns gewesen, auf der Suche nach nachhaltigen Energien, die nicht ganz so einfach waren. Gelöst wurde das Problem durch ein neu geschaffenes Nahwärmenetz. Gespeist wird dieses durch Heizwerke, die mit heimischem Fichtenholz aus dem stadteigenen Wald betrieben werden. Insgesamt 10 öffentliche Gebäude werden so schon heute nachhaltig beheizt und mit Warmwasser versorgt. Weitere sollen folgen. Wir bekommen eben von Privaten, auch vom Altenheim, von Unternehmen Anfragen, können wir uns denn jetzt anschließen? Wir haben auch noch gewisse Kapazitäten, die wollen wir auch nutzen, werden demnächst mit dem Altenheim ans Netz gehen und müssen natürlich auch schauen, inwieweit wir dann auch Private noch dran nehmen können, inwieweit die Kapazitäten dafür ausreichend sind. Die Nachfrage ist riesig. Zu den Gewinnern in der Kategorie Digitale Bildung gehörte das Projekt Baustein House of Learning. Das städtische Gymnasium in Olpe kooperiert hierbei mit der Universität Siegen. Lehramtsstudierende und Mitarbeiter der Universität sind regelmäßig in der Schule. Hier testen sie neueste digitale Lernmethoden und vermitteln ihre Erkenntnisse an die Lehrerschaft. Wir wollen die Lehrerinnen und Lehrer halt unterstützen in der Vorbereitung eines solchen Unterrichts. Also wie gehe ich mit den Medien um, was sind die Möglichkeiten und Grenzen, wie kann ich sie gut in meinen normalen Unterrichtsprozess einsetzen. Wir tauschen uns aus über neue Ergebnisse, spannende Ideen, was wir rausgefunden haben, nehmen auch Ideen der Lehrer auf, welche Themen nochmal untersucht werden könnten. Ein Projekt für Wohnungslose in Hannover gehörte zu den Ausgezeichneten in der Kategorie Soziales und bezahlbares Wohnen. Gemeinsam mit dem städtischen Wohnungsbauunternehmen Hannover verwandelte die Soziale Wohnraumhilfe, hierbei ein kleines Altgebäude, in eine neue Heimat für 18 Mieterinnen und Mieter. Dank innovativer Holzmodulbauweise betrug die Bauzeit lediglich 4 Monate. Und die Einzimmerwohnungen waren in Rekordzeit bezugsfertig, sehr zur Freude der Mieterschaft. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich echt lange wohnungslos war, auch durch privaten Gründen. Und ich war wirklich echt, bin echt in Tränen ausgebrochen, kann ich jetzt sagen. Insgesamt wurden im Rahmen der feierlichen Preisverleihung des KfW Awards Leben 10 Projekte ausgezeichnet. Vergeben wurden die mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Preise von einer 12-köpfigen Jury. Diese zeigte sich von der Vielseitigkeit der eingereichten Projekte begeistert. Ich bin beeindruckt davon, wie groß die Vielfalt war und wie viele unterschiedliche Projekte tatsächlich den Weg gefunden haben zu uns. Natürlich ist Deutschland ein riesiges Land und es gibt viel zu tun. Deswegen hoffen wir natürlich auch mit dem Preis, dass es die Möglichkeit gibt, Projekte multiplizieren sich, dass es noch mehr von diesen innovativen Projekten in Deutschland geben wird. Der KfW Award Leben, ein Wettbewerb, der zeigt, dass es sie gibt. Vielversprechende Ideen für das städtische Leben von morgen.